Willkommen bei O2. 20 Minuten später. Willkommen bei O2. Ja, gut, dass wir um 11 Uhr eigentlich was abholen müssen. Jetzt muss ich das SEK spielen. Klingeln hat nichts gehört. Guten Morgen, ich bin jetzt auch wach. Du bist den ganzen Weg zu mir gefahren, ne? Ja, ich war kurz SEK, hast du dich erschrocken? Bruder, ich denke mir, eben klopft jemand, ne? Und ich denke mir erstmal, okay, ist es die Nachbarin wieder, dass sie mir erzählt, dass irgendein Roller umgekickt wurde? Und ich denke mir, okay, wer ist es? Ich bin erstmal noch im Bett, so Land der Träume. Gehe ich zur Tür und sehe ich niemanden, ne? Mach ich so Tür auf, du kommst so. Ich sehe den Mutter da, mit der fetten Kamera. Sag ich, okay, die Presse schon wieder. Apropos, wisst ihr, was das krass ist? Wir müssen eigentlich um 11 Uhr schon was abgeholt haben. Wechseln gleich das Auto. Was es für ein Auto wird, sage ich noch nicht. Werdet ihr gleich sehen. Ich sag nur so, es ist ein Auto, was ich übertrieben fühle. Also ich bin es noch nicht gefahren, aber die Marke fühle ich übertrieben. Porsche. Aber hat doch, ich kann diese G-Klasse nicht mehr sehen. Wir haben in der geschlafen gefühlt. Wir hatten die 2 Wochen, ne? Da steht der Porsche. Ich tue so, als würde ich gerade so meinen Porsche abholen, Digga. Der sieht sehr geil aus. Ich finde den echt, der sogar krass aus als auf den Bildern, ne? Ja, Mann, Digga. 911er Carrera GTS. Spoiler auch, hier kannst du ein bisschen. Oder wenn. Es gibt leider nur 4. Bist du den noch nicht gefahren? Nee, Bruder, ich bin ja GT3 gefahren bei euch. Ja. Den Orangenen, aber den bin ich noch nicht gefahren. Der ist böse. Also echt? Der ist auch nochmal anders wie der GT3, nochmal anders vom Sound her und so. Das macht Spaß. Der hat Sound, ne? Ja, auf jeden Fall. Nico, mach mal hier kurz alles ready. Guck mal, Felgen und so, ob da was kaputt ist oder so schnell. Ich bleib direkt draußen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, bleib du am besten draußen wegen Soundcheck, aber Bruder, wer lag hier drin? Das sind bessere Notfallsitze als wie beim GT3 Clubsport, weil hier kannst du theoretisch noch sitzen. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand so sitzt hier. Also guck mal, ich sag dir ehrlich, ne? Wir müssen natürlich ehrlich sein. Start hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber er meinte, der hat einen krassen Sound. Deswegen, wir fahren ihn erstmal warm, Digga. Ah, wie so kalt, Alter. Hat das Ding keine Klimaanlage? Bruder, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, Digga. Das ist immer so nervig. Fährst du mit dem Smart 24/7, hast du eine kleine Kiste, so ein DHL-Paket mit dir, mit Reifen. Und dann auf einmal tiefer gelegten Porsche. Ich habe einmal bei JP gesehen, Bruder. Weißt du noch? Hast du das Video gesehen, wo er so lenkt? Ja. Und dann hörst du so ein bisschen so komische Geräusche, dann weißt du, okay, die Reifen haben noch keinen Grip. Guck mal, das finde ich auch geil, dieses Alcantara-Knüppelding. Wallah, ich sag euch ehrlich, ne? Guck mal, wir sind jetzt 20 Meter gefahren und ich kann euch nur sagen, Porsche hat ein ganz anderes Fahrfeeling. Ganz anders, Junge. Du klebst, Wallah, sind Gleise. Guck mal, ich bin jetzt insgesamt, wenn wir den jetzt dazu berechnen, 3 Porsche gefahren in meinem Leben, ne? Einmal den Carrera 4 in Orange, den GT3 Clubsport und jetzt den GTS, ne? Und Bruder, die fühlen sich einfach so geil an von der Fahrt. Wollen wir den einfach nach Serbien fahren und einfach abschrauben und der ist dann unser? 6 Stunden später. Ey, Wallah, Hand aufs Herz. Ich will nicht zu viel verraten, ne? Aber ich schwör's, wir hatten gerade so ein Gespräch. Bruder, ich hab immer noch Kribbeln im Bauch. Irgendwann werdet ihr checken, was wir meinen, dann werde ich diesen Clip in das Video reinschneiden. Ihr wisst, was 100% ein Muss ist? Bayerring-Tunnel. Was sagst du? Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich konnte jetzt nicht komplett Gas geben, also komplett durchdrücken, weil im Endeffekt ist es übertrieben rutschig. Ich habe, ist zwar Allrad, ein Porsche Allrad, ne, aber trotzdem habe ich Angst, dass der krass ausbricht und neben mir war ein Auto so, ne. Man hat auch gemerkt, am Anfang, wo du Gas gegeben hast, dass die Reifen, glaube ich, durchgedreht sind. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ein bisschen. Ja, die sind ein bisschen durchgedreht. Deswegen, da habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt weiter durchziehe, dann drehen wir uns gleich. Ganz kurz, anderes Thema. Ihr habt wahrscheinlich den Vlog von gestern gesehen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zu Mida, weil wir haben eine Einladung von Mida bekommen. Ich lasse mir eine Einladung nicht zweimal sagen, Digga. wenn ich einmal höre, Digga, komm, dann komme ich auch, Digga. Wäre ich vor diesen Jaguar gerade reingefahren, ja, dann hätte ich einen Parkplatz bekommen. Wir finden jetzt keinen Parkplatz. Wollt mir nicht zu tun, Kelle? Ach ja, stimmt. Einerseits, ich weiß, dass Kacke an solchen Autos ist, in Anführungszeichen. Also, das ist Kacke, aber Kacke für die anderen. Wenn die sehen, oder beziehungsweise wenn die hören, Digga, dass einer richtig laut kommt, denken die automatisch, dass er schnell fährt. Ja. Obwohl du gar nicht schnell fährst. Ich fahre hier gerade 36 km/h und es hört sich so an, als würde ich gerade durchbrettern. Was meinst du, was für ein Outfit hat Mida heute an? Schmeckt nicht so krass, wie ich dachte, Digga. Der war stabil. Flaschen auf dem Tisch. Ich zahle gar nichts. Die redet auch immer mit irgendjemand schon, bevor sie unten ist, ne? Hi, ich bin es. Hi. Aleikum salam. Ich bin einfach rein, ohne was zu sagen, jetzt weiß es unser Haus so. Warte, ich stell schon Tasche und so irgendwo ab. Mach's dir bequem, ne? Fühl dich wie zu Hause. Ja. I love you, man. I love you. Also, er kämpft, glaube ich, beim Reden. You're the best man in where you from? I'm done, that. Ich krieg langsam Angst. Wir machen arabisch Kaffee. Ist schwarzer Kaffee ist mit Zukunft lesen, ne? Ja. Bruder, willst du deine Zukunft lesen? Nee, danke. Alter, ich sehe mir jetzt schon der Leitplan. Ist die Toilette hier, ne? Ja, la eine. Ich glaube, hier ist einfach so ein toter Mann drin. Ich schätze mir da so ganz anders ein.
Ey, zähl, wenn du ihre Zahnbürste benutzt. Was brauchst du? Ich habe eine Hände gewaschen. Ist aufs Mikro weitergekommen? Backlava. Und das auch mal. Ach so, wir haben sogar was zu trinken mitgebracht. Wirf mal rüber. Himbeer Cranberry. Ganz spezielle Sache. Ich poste jetzt zwei Bilder. Einmal mit Mira und einmal nur ein Bild von mir. Dann könnt ihr quasi in die Fragebox reinschreiben, Fragen, die ich Mira stelle und Mira die Fragen, die sie mir stellt. Und warum nicht live machen auf Instagram? Ist besser. Also jetzt meinst du aber auch den Teufel an die Wand, ne? Ich habe gestern deine Live gesehen. Stream? Ich war da, ja. Ganz wichtig an der Stelle, ne? Ich bin täglich, also wirklich daily, jeden Tag um 23 Uhr live auf Twitch. Falls ihr noch keinen Twitch habt, ladet euch Twitch runter, Dennis on live. Und 23 Uhr, pure Unterhaltung. So, ich muss jetzt einmal kurz den Livestream von Mida pflegen. Wir sind hier gerade live. Ey, schreib mal bitte alle auf Deutsch, nicht auf Arabisch. Wie viele Leute sind? 253 Leute? Ja. Also nochmal hier zum kleinen Update, falls die Leute neu reingekommen sind. Wir sind jetzt hier gerade, ach so, Nico ist auch hier. Ein Cousin, Bruder, warum Eib? Wir drehen hier ein Video. Eib ist dein Gedanke. Was macht Dennis wohl wieder bei ihr? Ey, seid ihr blöd, Alter? Hier. Da läuft eine Kamera. Also Leute, die da mal so Sachen interpretieren, die sind wirklich auf den Kopf gefallen. Hat das Herz. Wann kommt ein neues Video mit mir? Inshallah, wenn die Sanduhr sich umgedreht hat, dann nach Adam und Riese übermorgen. Nicht heute. Mira, sehe ich aus, als hätte ich 50 Hände? Das ist immer so süß, wenn die Leute sagen, kommt das Video? Ja, ist auch krass, ne? Du drehst so gerade und die Leute fragen dann, wann kommt das Video online? Und du sagst so, ja, morgen, übermorgen. Warum kommt das nicht jetzt? Eine Minute, 37 Sekunden später. Wir machen das jetzt so, ich habe zwei Stories gepostet auf Instagram. Fragen an mich, die Mira mir stellt. Also es sind Fragen, die an mich gehen, die Mira einfach vorliest. Sie sucht sich die quasi warum raus. Warum hast du nicht gedacht? Oh, ich hasse, wenn du mich immer unterbricht, ne? Und einmal Fragen an Mira. Das sind quasi Fragen, die an sie gerichtet sind, die ich ihr dann stelle. Findest du Mira aktiv? Wen habe ich aktiviert? Ja. Findest du, du Mira aktiviert? Attraktiv? Ja. Ich fasse das mal ein bisschen um. Mira ist nett. Wir verstehen uns alle drei sehr gut. Also sprich, ja. Mira, Nico und ich, wir verstehen uns alle sehr gut. Ist Dennis dein Typ? Ja. Also bin ich hübsch? Ja, das ist richtig. Ja, bist du schon mal. Meine Live auch immer sagen, Dennis schon, ja. Maschallah, ich frage mich, warum ich so hochnäsig bin. Was gefällt dir denn an mir so besonders? Dein Gesicht. Echt? Was ist mein Gesicht? Du sieht aus wie ein Apfel. Du bist lustig. Sehr gut, das kann man am Gesicht erkennen. Wo willst du später wohin? Wahrscheinlich erzähl ich schon die Adresse, Digga. Wie gesagt, wenn ihr gerne vorbeikommt, ne, dann haben wir auch ein bisschen Sesamkekse, ein bisschen Baklava, ein bisschen Cola aus dem Weinglas. Was erwartest du in einer Beziehung? Das ist schwierig. Ist Dennis den Rand von der Pizza? Ist Dennis den Rand von der Pizza? Was ist das für eine dumme Frage? Ja. was beeindruckt dich an einem Mädchen? Was ein Mädchen übertrieben interessant macht, ist einfach ihre Art. Erste Sache, wie sie spricht. Wenn sie kommt mit alle, ich spuck ihn an, ich will gegen ihn kämpfen, dann direkt schon so No-Go. Es muss harmonieren, Sympathie muss stimmen. Was noch? Und sie muss 2,15 Meter sein. Von der Größe. Sie meinte, was hast du alles machen lassen? Zum Beispiel hast du deine Haare, hast du Extensions drin? Okay. Also was hast du so körperlich an dir machen lassen? Mein Körper ist normal, ich habe nicht gemacht. Mein Körper Sport, nur Sport. Ich war voll, alles an dem Körper ist durch Sport? Ja. Warum? Frauen immer fragen diese Probleme. Ich weiß nicht. Silikon oder nein? Immer diese Frauen sagen, brauchst Silikon oder nein? Weil meine Brust groß? Mm. Ja, das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich bin keine Frau. Frauen immer fragen, was hast du gemacht? Aber ist okay, normal, ich sage alles, ja. Ich bin immer meine Haare all kaufen für India. Ist gut. Immer nicht jeden Tag Farbe machen oder jede Woche. Ich gehe nicht zur Friseur oder so. Nur eine jeden Tag. Nur das ist so? Ja, das ist nicht viel. Werden Sie mal Kniebeugen, weil dann bin ich bin auch noch angeschlagen, ne? Ich habe auch genau dieselbe Übung gemacht, nur mit ein bisschen mehr Gewichten. Und dann musst du so runtergehen. Ja, genau. Und Digga, warte, meine Beine sind am Zittern gewesen, ne? Jetzt seht ihr mal, wer ich wirklich ich bin. Ich habe noch... Hier. Zack. Zack. Ich habe noch... Zack. Jetzt kommen die ganzen Fitness-Experten. Oh, das machst du falsch, der falsche Winkel. Aber ich habe so einen Tick, ich muss immer danach waschen, ne? Ja.